Grundlagen des Farbmanagements. In diesem Video erfahren Sie, was es mit dem Farbmanagement auf sich hat und welche Bedeutung es für die Praxis hat. Farbmanagement ist eine Technologie zum farbsicheren Arbeiten von der Eingabe bis zur Ausgabe. Sie basiert im Wesentlichen auf dem ICC-Standard. Beim Farbmanagement geht es darum, die Farbwiedergabe auf verschiedenen Geräten möglichst einheitlich zu haben. Dadurch erhält man mehr Kontrolle über den ganzen Prozess, insbesondere auch beim Datenaustausch. Sehen wir uns einmal der Reihe nach an, was es dazu braucht. Die Eingabe erfolgt über ein Gerät. Es entsteht ein Datensatz und das Besondere daran ist, dass in der Digitaltechnik kein Original mehr vorhanden ist, das man physisch betrachten kann. Das ist mithin ein Grund, weshalb es das Farbmanagement in der professionellen Bildverarbeitung unbedingt braucht. Als nächstes ist eine Referenz vonnöten und die Messtechnik, um Soll- und Istwerte zu vergleichen. Diese werden dann in ICC-Farbprofile gespeichert und mit diesen wird dann gearbeitet. Dazu braucht es ein Verfahren, um die Farben von einem Gerät zum anderen Gerät zu konvertieren. Und für die Ausgabe braucht es einen Standard für die Prüf- und Ausgabebedingungen. Von der ganzen Physik und Mathematik, die hinter dem Farbmanagement steckt, können wir das meiste weglassen. Wichtig sind jedoch ein paar Begriffe, die Sie hier in der Übersicht sehen. Es geht um Farbmodelle, Farbräume, insbesondere auch Tonwertkurven. Die Farbtiefe spielt manchmal eine Rolle. Und dann die eigentlichen Tätigkeiten beim Farbmanagement, das Kalibrieren und Profilieren. In einem Digitalfoto werden Farben durch Anteile Rot, Grün und Blau definiert. Je Farbkanal erreichen die Werte in der Regel von 0 bis 255. Das sieht mathematisch sehr exakt aus. Allerdings, welches Rot, welches Grün und welches Blau sind denn die Grundlage für diese Werte? Ein Farbprofil gibt dem Ganzen die Eichung, nämlich eben bei dem Farbort der Grundfarben und dem Verlauf der Tonwertkurve. Jedes Profil enthält eine Farbtabelle, die diese geeichten Farben in Bezug setzt zu einem Referenzfarbraum, hier bezeichnet durch PCS, Profile Connection Space. Damit können Farben von einem Farbraum in einen anderen transformiert werden. Ebenso kann beim Prüfen zusätzlich ein Simulationsprofil einbezogen werden, um die Ausgabe auf einem anderen Gerät zu simulieren. Optimal ist ein durchgängig profilierter Workflow, bei dem sämtliche Geräte eingebunden und profiliert sind. In der Praxis gibt es ein paar typische Stolpersteine, bei denen das Farbmanagement nicht immer so funktioniert, wie man es erwartet. Gründe können sein die individuelle Wahrnehmung, die sich von Mensch zu Mensch unterscheidet. Insbesondere spielen da eben auch die Umgebungsbedingungen, seien das die Betrachtungslichtquelle oder Geräteeigenschaften mit. Geräte können auch Toleranzen aufweisen oder innerhalb der Betriebsdauer Schwankungen haben und ganz besonders haben sie auch physikalische Einschränkungen. In den Farbmodellen Rot, Grün, Blau versus CMYK und erst recht mit Sonderfarben gibt es immer Bereiche, in denen Farben nicht 1:1 farbmetrisch konvertiert werden können. Da gibt es dann verschiedene Techniken, um die Verluste zu minimieren. Diese werden in separaten Filmen dann ausführlicher noch erklärt. In der Praxis kommen immer wieder auch Fehler in Schnittstellen vor und bei der Kommunikation, sei es zwischen Mensch und Maschine oder zwischen Menschen, die Daten austauschen. Das Farbmanagement hat in der Praxis eine erhebliche Bedeutung. Damit lassen sich Prozesse optimieren und die Qualität sichern. Beides steigert die Produktivität. Beim Farbmanagement zählt letztlich, was hinten herauskommt. Mit Know-how in Ihrem Betrieb oder dem Beizug eines externen Beraters sparen Sie Zeit und Material.